Hallo Leute, herzlich willkommen zurück, Sims 4, Freddy. Moin G. Ich bin ein bisschen müde, Delirium-mäßig, also muss Freddy jetzt das Aquaria. LP ja. carryen. Ich bin ein bisschen krank, deshalb muss Kishi das LP carryen. Fack. Das Kind ist übrigens rot, das ist glaube ich kein gutes Zeichen. Vielleicht ist es einfach nur wütend. Nee, es hat Hunger. Es ist auch wütend, aber weil es Hunger hat. Und ich erinnere mich noch, ich habe ganz ehrlich in den letzten Part noch reingeguckt, dass diese dumme Fotze da, dieses Fick-Kind nicht gefüttert hat. Kinderbetreuung. Energie und Spaß, halt dein Maul. Du hast ein Kind, was für Spaß haben. Ist das ihr Kind? Das ist ihr Kind, ja, sie ist der Vater. Wait a fucking minute. Yes. Essen geben. So, jetzt. Kannst du es aufhören, dem Kind dreimal Essen zu geben? Guck mal, es stirbt gerade. Es will exekutiert werden, glaube ich. Was machst du? Ohnmächtig werden. Es schläft. Es ist ohnmächtig geworden. Und sie setzt sich an den Computer. Nein, macht sie nicht. Sie setzt sich nur an den Tisch und guckt den Computer von der Seite an. Ach ja, stimmt. Der Computer ist ja. Läuft bei ihr. Gut. Jetzt hört es gleich auf, ohnmächtig zu sein. Jetzt kann sie das. Nein, hör auf, an den PC zu gehen. Ich ficke deine Mutter. Die ist aber unhöflich. Ein bisschen vielleicht. Essen geben. Essen geben. Fütter das verfickte Kind, bevor es stirbt. Und danach bringst du es ins Bett. Das möchte sterben. Wo ist die eigentlich? Der geht's ganz gut. Die ist auf dem Rücken treiben lassen. Oh. Ich glaube, die ist tot. Ja, yeah, she looks dead. For sure. Und wo wieso ist, spricht sie mit dem Kind? Füttere das Kind. Das Kind ist schon. Das hat der Essen auf dem kleinen Dingstisch stehen. Kleinkinder oder nicht? Joghurt essen. Kriege ich das Kind so dazu, was zu essen endlich? Ja. Oh mein Gott, es ist endlich. Kannst du vielleicht essen? Nein. Sauerei veranstalten. Okay. Und was macht die jetzt? Was zur fucking Hölle hat sie da? Wo kommt das überhaupt her? Warum hat sie Erbsen? Erbsen. Wo kommen die her? Ich habe. Sie ist aufgestanden, hat sie aufgehoben, war aber Erbsen da. Ich habe keine Ahnung. Wo hast du diese verfickten Erbsen her? Weglegen war ein Kühlschrank, oder? Ja. Dann leg die mal weg oder so. Dann hebst du das Kind auf. Nicht da hochheben. Über Fehlverhalten belehren. Ach, das darf muss das Kind über. Heilige. Was? Der hat die Tür gerade ein bisschen zugeklatscht. Wo war das mit dem Fehlverhalten? Oh, es ist weg. Oder? Kleinkind überprüfen. Ja, es existiert. Was für. Ja. Die will ich auswählen. Ja, Gott, nochmal, nicht über Tag reden. Ist dein Kind und nicht dein Psychotherapeut. Was ist los bei dir? Basisbedürfnisse beibringen. Ja, also es gibt Hunger. Es gibt Hunger. Es gibt Schlafen. Ja. Ende. Und es gibt Stuhlgang. Ah ja, Stuhlgang gibt's ja auch noch. Kannst du es irgendwie ins Bett bringen? Ada. Ja. Lese es in Schlaf. Komm. Kleinkind-Terror. Ach ja, die mag ja keine. Hat die andere richtig Muskeln? Oh, die hat die Muskeln, ja. Was ist das? Okay. Könnt ihr vielleicht aufhören zu versuchen, miteinander zu sprechen? Nein, das muss so. Ja, ich merk schon. Warum hier absetzen? Kleinkind überprüfen. Hä? Was macht die denn? Bring das Fickding doch einfach ins Bett. Machst du das jetzt? Oder brichst du es wieder ab? Ach ja, das kannst du gar nicht wegbringen, aber das da kannst du wegräumen. Mach dich mal nützlich, Fotze. Hier. Bringst du es jetzt ins Bett? Oh Gott, endlich! Oh, sie tun, was sie sollen!
Ich fass es ja nicht! Wo geht die Warum jetzt? Warum pennt da einer eigentlich die ganze Zeit? Abwaschen. Ach ja, stimmt, da war ja was mit. Ja. Das Grundstück kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, ich glaube mir auch, ich weiß aber nicht woher. Aber ich habe irgendwie so einen Berg im Kopf. Ja, stimmt schon. Hast du die Wind benutzt? Weil Tobsuchtanfall bekomme ich irgendwas mit Tod gelesen. Ja, ich meine, das wird das Kind auch bald sein, so wie das bei denen läuft. Angespannt. Warum ist sie angespannt? Weil sie keinen Spaß hat und pennen möchte. Und jetzt kann sie auch pennen gehen. Sie deckt sie nicht mal zu. Ein Nickerchen. Dann mach halt ein Nickerchen. Nickerchen, was? Ach, ups, habe ich mich versprochen. Was? Ach, ups. Das soll ja mal passieren können, ne? Ja, meh, in Bayern passiert es schon mal schnell. Ja, klar, das kann ich schon immer, ne, okay. Hier. Seit wann haben die eigentlich eine Mikrowelle? Haben wir irgendwann mal hinzugefügt. Ist die jetzt? Ja, die ist die. Ja, okay, kann sie von mir aus gerne machen. Hoffentlich mit der Hand. Nicht aufräumen. Schade, sie nutzt einen Löffel. Im Jahre 2019 noch Löffel benutzen, Junge. Ist so. Außerdem, eine was Hand für Löffel? Die hat einen Göffel zu benutzen. Die heißt der Göffelwerfer. Ach, scheiße, die kann kein Göffel bewerfen. Gudrun Henriette. Oh Gott. Ja, Gudrun Henriette Göffelwerfer. Aber ich meine, ja, klar kann sie keinen Göffel verwenden, wenn sie den immer wegwirft. Ja, stimmt. Wie geht's eigentlich der männlichen Person? Ist sie weiblich? Männliche Person? Ja, nein. Ich meine, eindeutig männlich vom Aussehen her, aber ging jetzt ganz gut. Aber ich glaube, er konnte schwanger werden. Ja, er kann auch schwanger werden, ja. Und warum geht es jetzt irgendwo? Schmutzig. Ja, Herrgott, dann putzt. Der ist doch echt schmutzig hier. Ich meine, du hast nicht mal irgendwas an den Wänden. Ja, stimmt. Setz es. Und ich glaube, das ist nicht mal Boden. Also das ist so dieser Standardboden, oder? Ja. Das ist einfach nur so Dingboden. Bodenboden. Okay, danach gehst du auf die Toilette. Dann räumst du das auf und dann kannst du pennen gehen. Wo penne du? Penne. Hier. Schlafen. Monster unterm Bett einsprühen, ey. Schlafen. Du pennst auch? Ja, bei dir alles easy. Mehr oder minder. Gut, spur mal ein bisschen vor, damit die langsam fertig wird mit ihren Sachen. Ich glaube, ich spule immer sehr viel vor in Sims Let's Plays. Ah, was macht die? Ach. Arbeiten. Ne, im Internet surfen. Die hat so wenig Spaß, dass sie lieber aufwacht und nochmal ein bisschen zockt. Also sie hat nur ein kleines Nickerchen gemacht, deshalb schläft sie nicht durch. Warum steht da locker unterhalten mit dem Kind? Und eingeschlafen, oben am Bildschirmrand. Ich seh's. Warum? Was? Die haben doch keine lockere Unterhaltung. Kannst du dich mal entscheiden, Bitch? Hat die nicht einen Job? Blickblock. Die hat einen Job, aber einen sehr freien Job. Ist sie nicht Freelancerin? Ja, ist sie. In der Tat. Freelancer übersetzt man übrigens mit Faulenzer. Ja, das kommt hin. Okay, der geht soweit auch gut. Ihm fehlt ein bisschen Hygiene, aber. Nee, noch lasse ich ihn nicht aufstehen. Was macht sie jetzt? Ach, jetzt sich die Hände waschen. Was das? Warum die Hände waschen? Was für Hände waschen nach dem Toilettengang? Was für Klopapier, Hand benutzen? So, dann mach du mal deinen Spaß hoch. Was für Hand benutzen, einfach da lassen. Eigentlich eine gute Idee, ja? Ja, wir müssen Energie sparen. Ach, die muss pennen. Okay. Warum muss sie pennen? Warum ist eigentlich so ein Geist als Lampe drin? Weil das eine der günstigsten Lampen war, die wo gehen. Und wie man sieht, bringt die auch nicht viel Licht. Und mit nicht viel meine ich so gut wie gar keins. Ja, hat sie auch nicht anders verdient, ne? Ah, jetzt schafft man die Zeit. Nicht als Taschenlampe in Horror spielen. Ach, jetzt wacht der auf. Oh nein, er ist unwohl. Ja, weil er auf Toilette muss. Geh auf Toilette. Kann man nicht einfach in den Pool machen? Theoretisch schon, praktisch.
Wahrscheinlich leider nicht. Danach gehst du duschen. Und dann hol dir was zu essen oder so. Moment, Moment. Ist da noch was drin? Qualität schlecht, aber vorhanden. Ja. Fünf übrig ist noch genug. Dann nimmst du dir, upala, danach was zu essen. Ich glaube, das andere musst du wegschmeißen, weil das schlecht ist. Oder ist, nee, das ist unser Das ist in Inventar, seinem oder? Inventar, ja. Ach so, okay. Ja. Das wäre alles in Ordnung. Gell? Ein Gericht nehmen, Portion nehmen. Was davon ist das Richtige? Ich glaube, Portion. Ich glaube auch. Machen wir das. Nicht hier hingehen. Dein Inventar juckt mich auch nicht. Ach, er geht sich die Hände waschen. Ich vergaß. Vielleicht solltest du doch auch noch eine Spüle ins Haus packen. Ach, geh. Quatsch, passt schon. Wie sieht's jetzt aus mit ihm? Okay. Das ist ja schon mal ganz gut soweit. Du könntest die Lampe. Warum ist sie auf einmal so hell eigentlich? Das ist eine gute Frage. Ach, die war vorher anscheinend aus. Du könntest die Geisterlampe theoretisch woanders hinstellen und da an die Wand ein Waschbecken. Das ist eigentlich eine gute Idee. Weißt du was? Ich glaube, das machen wir. Hoffentlich drückst du nicht F5. Oh, ja, dann wäre die Aufnahme etwas pausiert. Warum ist das Licht noch immer drin? Ich habe die Lampe versetzt, aber das Licht anscheinend noch nicht. Okay. Ja, das passiert. Räume. Das Spiel ist gerade gecrashed bei mir. Läuft. Beleuchtung. Die braucht ja trotzdem noch ein gewisses Licht da drin. Nur halt kein gutes. Nimm halt das Kleinste, was du findest. Ja, Papierlaterne. Aber wir haben die in der Farbe schon, deswegen machen wir die hier hin. Perfekt. Super. Kannst Grandios. du es direkt über das Kopfkissen praktisch packen? Ja, das müsste. Bin unfähig. So, perfekt. Ja, so, Dann kann sie auch nicht perfekt. gescheit schlafen. Wunderschön. Okay. Dann eine Spüle. Stellen wir ihr das da rein? Das 2 daneben rechts sieht auch ganz okay aus. Das sieht so arbeitstechnisch aus und nicht komforttechnisch. Aber es hat Hygiene 4 und Zuverlässigkeit 9. Ach, weißt du was? Fuck it. Man gönnt sich ja sonst nichts. Abseits des was ist das funktionsfähig? Das Abseits scheint irgendwie des abseits Netzes. des. Aber Frag mich nicht, es ich weiß es nicht. gibt's das überhaupt oder ist das einfach nur so ein Meme? Ich habe keine Ahnung, nicht die geringste. Warum? Gemüseteigtaschen essen. Ja, iss. Ist doch egal. Iss. Diesen Leckerschmecker. Ja. Schelmische Interaktionen. Oh. Oh, er muss noch rumschelmen. Sobald er fertig ist mit Essen. Was ist er jetzt? Hä? Ach so. Kannst du sie schelmen? Ja, weck sie mal auf. Sie hat keinen Hoffentlich Schlaf schreit mehr er sie jetzt drin. an. Okay, jetzt anschelmen. Wo geht das? Mehr Auswahl, glaube ich. Gemein Und müsste das dann sein, ist es. oder? Ich glaube, war Nee. lustig auch. Unfug? Unfug kann auch sein. Oh, du kannst sie bestehlen. Was, wo, wo? Unfug, bestehlen rechts unten. Ja, mach mal. Unfug. Backpfeife geben! Alter, klatsch sie! Easy. Erschrecken, falsche Selbstsicherheit. Mach mal noch erschrecken. So. Ach, da schalte ich die Sims durch. Ich will mit Leertaste immer die Zeit hier weitermachen. Ich auch. Und jetzt gehen sie raus, damit er sie richtig schön verarschen kann. Barig. Job. Hat sie ordentlich geklatscht. Ich finde das noch gut. Sehr schön. 25%. Du musst jetzt noch hier bleiben. Du musst noch ein bisschen mehr geklatscht werden. Glaube, du brauchst das. Ja, Handschocker ist auch okay. Ja, das kann man eigentlich auch noch machen, ja. Ja, Anbrüllen. Das machen wir auch noch. Mehr aus. Zum Flitzen Flitzer, anstiften. perfekt. Perfekt, bis Nach Leben. Entbindungstermin fragen, das machen wir auch noch. So.
Ja. Anscheinend, ja, es gefällt ihr, geschlagen zu werden. Sie steht drauf. Ja, ich meine, aber Moment, sie ist seine Schwester. Wenn sie drauf steht, dann... Ach, fuck it. Ist doch nicht Alabama? Ja. Oder Saarland. Saarland, Junge, es gibt gar kein Saarland. Wo rennt sie hin? Flitzen. Ah. Okay, hast du jetzt... Ah, er hat's abgeschlossen, okay. Easy. Sehr gut. Dann mach jetzt, was du möchtest. Also, in Spaß hat's natürlich auch hochgegangen dadurch. Ja, dann zwingen wir es dazu, Dinge zu machen. Schon die ist sehr hungrig. Oh. Ja, das ist ja eigentlich in dem Sinne gut. Ach, er ist jetzt in ihr Zimmer gegangen, um zu säubern. Perfekt. Ja. Sehr schön. Ah, die Hände hat er sich gewaschen nur. Moment, genau. Bildschirm ist gerade ausgegangen. Was läuft bei deinem Bildschirm? Ich habe zu lange nichts gemacht. Kleinkind überprüfen. Oh, er existiert noch. Kinderbetreuung. Essen. Als Pflege und Adoptier. Achso, nee, das ist. Ach ja, er ist ja nicht der Vater, er ist ja nur der neue Mann seiner Mutter, seines Vaters. Ich kann, ja. Es ist ein bisschen fucked up vielleicht. Warte mal, ist die Mutter nicht die? Sie ist die Mutter. Die ist sie ist die Mutter, ist die andere. Und er ist existent. Genau, und sie ist jetzt mit ihm zusammen oder verheiratet vielleicht sogar. Und die Mutter von dem Kind ist die Schwester von dem Nicht-Vater. Von dem, ja, genau, richtig, ja. Ich mag diese Familie. Ich verstehe sie nicht. Glaubst du ich? Ja. Definitiv. Ja, okay, stimmt schon. Was macht sie jetzt? Flitzen. Ja. Der hat übrigens gerade die Spur nicht gehalten können. Doch, sie rennt jetzt ein Glas Wasser nehmen. Sie rennt zu dem da hinten, habe ich das Gefühl. Sie ist energiegeladen. Fast wäre sie überfahren worden. Oh, Alter. Und sie rennt dann in das Grundstück. Ja, weil sie fast überfahren worden wäre. Ich habe es auch mitgekriegt. Sehr wütend. Ich, jeden Tag. Immer. True, Alter. Kann man ihn über Fehlverhalten schon belehren jetzt? Sieht nicht so aus. Okay, ihm geht's jetzt besser. Okay, er isst. Apfelmus. Joghurt war besser für das Kind. Er hat kein Besteck gekriegt. Er isst das mit der Hand. Hey, Kinder kriegen, glaube ich, kein Besteck. Das ist dafür zu retarded. Ja, okay, ist vielleicht nicht ganz falsch. Du musst dem Kind, glaube ich, noch, Kleider ausziehen. What the fuck? What the... Tatsache. Herumlaufen. Wie willst du denn herumlaufen, wenn du oben drin sitzt? Ausschimpfen. Du musst dem Kind noch Ding beibringen, existent zu werden. Ich versuche gerade zu finden, wo das nochmal geht. Ach Moment, er ist kein Vater, vielleicht geht es deswegen nicht. Aber sie ist ein Elternteil. Kannst du das dem irgendwie... Aber die muss auch mal lochen, glaube ich. Muss sie? Ich glaube schon, da stand irgendeine Meldung. 9 bis 17 Uhr. Oh scheiße, sie muss wirklich gleich auf dem Loche. Feck. Oh. Ja gut, dann muss sie jetzt mitrechnen. Sind ihre Berichte übrigens nicht ausgefüllt? Die Vater muss es machen. Junge, das ist so verwirrend, ich weiß nicht mehr, was existent ist und was nicht. Wo kriegt der die Erbsen her? Der hat schon wieder Erbsen aus dem Nichts gezaubert. Wo kommen diese ganzen her? Kommen die aus dem PC? Und dann steht die einfach hin und isst sie nicht. Ja. Qualität auch noch. Hergestellt. Ich will nicht wissen, wo die her sind. Er hat die einfach so von hinten rausgezogen, wie es scheint. Was ist Wiederverwertung. Recycling. Oh, weil kein Elternteil in der Nähe ist. Und was ist jetzt mit dir los? Ach, du hast Hunger, du dumme Fotze. Ja, dann isst die. Er kann doch aber das Pflegekind adoptieren. Ja, wollen wir aber ja nicht. Das will er auch nicht. Doch, er will das. Nee, das will er sicherlich nicht. Doch, ich glaub schon. Fragen wir ihn mal. Möchten Sie das? Ja, ich möchte. Ach, er ist Schweizer. Ja, das heißt ja Göffelwerfer. Ah ja, okay. Ja, ich möchte. Heißt Goldstein? Ja. Ah, und das Kind kommt gerade gar nicht klar? Was macht der jetzt? Ja, es stinkt. Es muss gewaschen werden. Kannst du das Kind nicht anbrüllen? Warum hat er einen Dreizack als Ding? Wechseln. Dreizack?
Ah, Leid getränkt. Böse Sims erfreuen sich am Missgeschick anderer. Ich jeden Tag. Warum, was macht sie, warum hat sie das dazwischen geschoben? Wo das Kind schreit. Warum passiert jetzt nichts mehr? Ah, okay, sie hat das Kind abgesetzt. Ah! Excusez-moi. Was war das mit den Händen gerade? Warum kommst du gerade aus der Schleife nicht mehr raus? Sie macht ein bisschen Crossfit. Im Kind. Okay, Ja. läuft. Ist doch verständlich. Machst du es etwa nicht? Ich habe kein Kind dafür. Hey. Klau einfach rein. Sie sieht das Problem gerade nicht. Ah, er wechselt die Windel. Was? Doch, war schon richtig. Ich dachte erst, ich hätte er windelt die Wechsel gesagt. Und habe ich dann aber doch nicht. Ob ich heute wohl nicht ganz auf der Höhe bin? Vermutlich. Vielen vermutlich. Aber ich habe jetzt schon. Okay, ich habe nicht wirklich überzogen. Eine Minute, das zählt nicht. Aber die Zeit ist um, deswegen beende ich an der Stelle den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Part. Haut rein, Leute. Tschüss. Tschüss.